Jo Leute, was geht ab? Hier ist wieder Urban und Gabriel am Start mit einer weiteren Folge Pokémon Showdown. Und zwar diesmal will ich ein neues Projekt anfangen. Nämlich, einfach um an das Projekt anzuknüpfen, das ich letztes Mal gemacht habe, wie man besser Pokémon spielt. Das neue Projekt wird sein, ich werde ungefähr, die Zeitabstände werde ich mir noch überlegen müssen, aber ich hätte jetzt erstmal gesagt, so 1 bis 2 Wochen. Wird dann ein Cycle andauern und in diesem Cycle werde ich in jeder Folge ein einzelnes Pokémon showcasen und warum es denn gut ist. Ich werde jetzt das Ganze vorerst mal für die S-Mons machen im RU. Das sollten, ja, wahrscheinlich werden die ersten zwei sowas sein wie Nidoqueen, Heracross, eventuell später noch Flygon, ich glaube Dublade und so weiter. Und das Team habe ich mir rausgesucht, weil es eben einige dieser S-Mons hier showcased. Wir können ja hier mal reinschauen. Das Team ist übrigens von dem guten Arikado auf Pokémon Showdown. Und ich glaube, Dublade ist sogar A+. Reuniclus und Zoroark sind noch S. Und werde dann erklären, warum, was wir. Werde dann auch verschiedene Sets showcasen, die das Pokémon haben kann. Und wir sind gerade noch auf der Low Ladder. Ich glaube bei 1250 ungefähr sind wir. Ich habe nicht so viele Matches gemacht. Und ja, ich glaube so ziemlich jedes Team, das ich in letzter Zeit gespielt habe. Okay, das ist kein wirkliches Team. Hatte Heracross drin, weil Heracross einfach broken ist. Und wie gesagt, heute fangen wir mit dem guten Heracross an. Und übrigens, das Team consisted aus einem Attacking Dublade mit ein bisschen Special Defense, dann einem Max Attack Modest Nidoqueen mit Max Speed, einem spezialdefensiven Umbreon, Max Speed Jolly Heracross, ich glaube das ist Jolly, nein, oder Timid, ich weiß es nicht, plus Speed halt, dann einem Scarf Flygon und einem physisch-defensiven Mantine. Ja, eine Sache ist auf jeden Fall da, das Team ist relativ schwach gegen das gute Nidoqueen. Da haben wir eigentlich nur Umbreon dafür. Und das ist meistens ein Stalwar. Donphan ist jetzt eigentlich nicht so das Pokémon mit dem Problem, das uns Probleme bereitet. Und ja, wie gesagt, Nidoqueens sind meistens auch Timid. Oder Jolly. Ich sollte mir das mal merken. Und aus dem Grund verliert unser Nidoqueen zu 100% gegen die halt. Und das ist eher schlecht. Ja. Unser Gegner hat auch einen Heracross, das gefällt mir ganz gut, weil es ein Heracross-Showcase ist. Und er hat überhaupt kein Switching gegen den Close Combat von dem Heracross, holy crap. Während wir wenigstens noch sowas haben wie Nidoqueen, Mantine, eventuell Dublade, können es mit Flygon und Revenge killen und so weiter. Ich will auf jeden Fall so schnell wie es geht Tarnsteine rausbringen. Allerdings habe ich Angst vor seinem guten Donphan. Ich würde gern mit unserem Mantine leaden, einfach aus dem Grund. Und er hat nicht wirklich einen Switch-In für unsere Scald. Sollte das geschwächt sein, habe ich eigentlich... und wir kriegen einen Burn. Das ist hervorragend. Er geht für Knock-Off. Das ist richtig gut. Was der Burn, beziehungsweise der Damage jetzt hier erstmal macht, ist, er schwächt das Donphan, sodass wir mit unserem Nidoqueen keine Angst haben müssen, wenn das Donphan reinkommt. Wir können es einfach Earth-Powern und es ist sicher tot. Ich glaube, ab 60% würde ich mal schätzen, dass es... killt, außer es ist speziell defensiv Assault Vest, irgendwie sowas. Und ja, ich werde nochmal scolden. Selbst wenn er jetzt in sein Umbreon wechselt oder in sein Mantine. Mantine ist definitiv okay. Habe ich da eigentlich nicht so ein Problem mit. Weil was ich jetzt effektiv machen kann, ist, ich kann einen Wechsel direkt in unser gutes Nidoqueen ziehen. Wenn er in sein Umbreon wechselt, dann habe ich überhaupt gar kein Problem damit. Weil wir jetzt einfach Stealth rocken können, wenn er uns Foul played, Wished, Event oder was weiß ich, dann haben wir da überhaupt gar kein Problem damit. Wie gesagt, das macht fast gar keinen Damage. Und die schlechte Sache ist, wir haben kein Switching. Aber das soll jetzt nicht unsere Sorge sein. Ich würde gerne in unser Heracross wechseln, allerdings nimmt das auch wieder 2 Millionen Schaden, auch wenn es resisted ist. Das war nämlich nur 170 Attack und da haben wir definitiv mehr als 170. Wir sind zwar resistent, haben aber auch niedrigere Defenses. 170 sage ich deswegen, weil wir resistent dagegen sind. Da habe ich den schon mal halbiert.
Ich glaube, was ich machen werde, ist jetzt in unser Umbreon zu wechseln. Und er geht für eine Heal Bell. Ist auf jeden Fall schon mal vom Vorteil. Und er wird jetzt zu 100% nicht für ein Foulplay gehen, das weiß ich. Deswegen kann ich jetzt hier in unser Heracross wechseln, während er jetzt wahrscheinlich in seinen Don verwechselt. Er geht für einen Wish. Und er hat keinen Switch hin. Das heißt, ich kann ohne große Probleme für einen Close Combat gehen. Er könnte eventuell in sein eigenes Heracross gehen. Ja, das wäre auf jeden Fall möglich. Allerdings für den Rest. Mantine ist ein Switch hin. Ja, allerdings nicht lang. Das wird jetzt wieder zu vollen HP kommen. Ja, ist kein Problem. Wir sind 140, ist nicht stabbed. Das Ganze war 90. Das heißt, das macht gute 50. Gegen das gute Mantine. Er wird wahrscheinlich für eine Scald gehen. Aus dem Grund werde ich jetzt hier in unser Mantine wechseln. Wenn er für ein Toxin geht, dann ist das okay für uns. Was ich jetzt hier machen werde, ist für ein Toxin selbst zu gehen. Einfach, dass wir eventuell das Mantine kriegen oder wir traden. Okay. Trade ist definitiv auch in Ordnung von meiner Seite aus. Und er wird definitiv nichts golden. Das kann ich, das kann ich garantieren. Von dem her ist Nidoqueen meiner Meinung nach unser bester Switch. Er wechselt in sein Heracross. Ich will unsere Tarnsteine definitiv. Oh, er hat EQ. Okay. Okay, er hat ein. Okay. Was wir jetzt allerdings machen können, ist in unser eigenes Heracross zu wechseln. Und jetzt einfach für Fassade zu gehen. EQ wird uns nicht ausnocken, auch nicht bei plus 1, wenn er Scarf ist. Wenn er in sein Mantine wechselt, dann ist das definitiv ein 2-Hit. Easy. Und wenn er in sein Donphan wechselt, dann ist das auch überhaupt gar kein Problem. Von dem her hat er jetzt seinen Defogger hier verloren. Wir haben unseren Stealth Rocker verloren, von dem her ist das jetzt nicht so toll. Allerdings haben wir unser Nidoqueen auch nicht wirklich gebraucht für sein Team. Das Typlosion ist das einzige, was schneller als wir ist. Von dem her gut. Und Mantine ist definitiv unser safester Switch. Auch wenn er jetzt hier für eine Z-Power hoffentlich nicht. Okay, Inferno Overdrive. Das macht Zero. Das macht literally Zero und wir können uns wieder hochroosten. Er hat hier eine HP-Fragezeichen. Okay. Ja, ich will aber definitiv nicht, dass das gute Typlosion. Wahrscheinlich Eis. Wahrscheinlich Eis. Hat wahrscheinlich predicted, dass ich jetzt in meinen Flygon wechsle. Was ich jetzt aber machen werde, ist hier in unser Umbreon zu wechseln. Während er in seinen Umbreon wechselt, das soll von unserer Seite definitiv okay sein. Was ich nämlich machen kann, ist jetzt hier für eine Heal Bell zu gehen. Während er in sein Heracross wechselt. Sehr, sehr interessant. Ich weiß, dass das Scarf ist. Von dem her gehe ich jetzt erstmal für eine Protect. Werd scouten, was er geht. Er geht für eine Stone Edge. Das heißt, ein Wish ist eigentlich relativ einfach hier für uns. Während er wieder in seinen Typhlosion geht. Und was ich jetzt hier machen kann, ist zurück in unser Mantine zu wechseln. Kann dann irgendwas toxinieren. Was auf jeden Fall angenehm ist. Und er geht für Eruption, macht absolut Zero. Wir kriegen unseren Wish wieder. Das ist richtig gut. Haben unsere Leftovers allerdings verloren. Und was wir machen können, ist jetzt hier für eine Toxic zu gehen, wenn er in sein. Ich hätte jetzt gesagt, nach Tara, aber Mülltank. Gut. Dann kann ich definitiv mit leben. Wenn er da rein wechselt. Die Frage ist nur, hat er EQ für unser Dublade? Das Donphan ist natürlich noch ärgerlich. Dublade ist eigentlich nicht wirklich nützlich. Bis auf die Tatsache, dass es das Heracross komplett wallt. Und dass es ihn daran hindert, Close Combat zu spammen. Ich möchte nicht wirklich in unser Flygon gehen, weil ein Body Slam definitiv wehtut. Ich gehe mal in unser Dublade. Einfach mal um zu scouten, ob er EQ hat. Geht für Tarnstein. What? Okay. Ich gehe jetzt hier definitiv für eine Iron Head. Während er in sein Donphan wechselt. Ich weiß nicht, ob das Ding Rocky Helmet hat. Anscheinend nicht. Das Ding hat Knockoff. Was ich jetzt machen kann, ist eigentlich ohne große Probleme in unser Mantine zu wechseln. Und ja, ich gehe jetzt hier erstmal für Defog.
Während er wahrscheinlich für ein Toxin gehen wird, geht für ein Foulplay. Okay, er lässt uns einfach so hochheilen. Das ist ein interessanter Weg, das zu machen. Ich könnte jetzt cheeky sein und für ein Toxin gehen. Er geht für Heal-Bell. Kann uns aber nicht wirklich selbst viel machen. Sein letzter Move ist wahrscheinlich Protect. Ich könnte jetzt was baiten. Ich werde auch jetzt was baiten. Nämlich, ich toxiniere sein Umbreon. Er wird wahrscheinlich für ein Fallplay gehen jetzt hier. Geht für einen Wish. Ich will nicht, dass das Donphan sich recovern kann. Von dem her werde ich jetzt hier erstmal für eine Scald gehen. Und treffe sein Heracross. Kriege keinen Burn, aber das ist okay. Er hat Earthquake und Stone Edge. Gut, er hat Earthquake gezeigt, von dem her habe ich Angst, in mein Doublet zu wechseln. Allerdings glaube ich nicht, dass er jetzt hier für den EQ gehen wird. Und selbst wenn, wir überleben das. Also von dem her ist unser Doublet, glaube ich, unser sicherster Zug. Er geht für eine Stone Edge. Okay, ich glaube, unser bester Zug ist einfach jetzt straight up für die Iron Head zu gehen. Ah, hat auf seinem Miltank Rocky Helmet. Jetzt ergibt das Ganze schon etwas mehr Sinn. Hat wahrscheinlich auch Milk Drink drauf. Na, was ich jetzt machen kann, ist ohne große Probleme einfach in unser Heracross zu wechseln. Ich sehe da nicht wirklich ein Problem damit. Und dadurch, dass er jetzt gemilk drinkt hat, habe ich jetzt einen freien Kill mit einem Close Combat. Wahrscheinlich wird es das Donphan sein. Aber das ist okay. Also ist okay. Dann hat er jetzt nämlich den Sack nicht. Und sobald wir mit unserem Flygon auf irgendwas relativ easy reinkommen, haben wir auch da gar kein Problem mehr. Okay, er hat also jetzt sein Typhlosion wieder drin. So. Was ich jetzt machen will, ist, ich will ein bisschen cheeky sein. Muss ich ganz ehrlich sein, ich will jetzt ein bisschen cheeky sein. Geh jetzt auf seine Eruption, unser Flygon. Wir überleben das ohne große Probleme. Und ich will für einen U-Turn gehen. Ich will ein bisschen cheeky sein jetzt gerade im Moment. Wir werden zwar ein bisschen Rocky Helmet Damage nehmen, ja. Und wir werden ein bisschen Burn Damage nehmen. Allerdings ist es so wichtig, dass wir jetzt hier mit unserem Heracross einen Kill bekommen. Das ist eigentlich nur Vorteile hat, dass wir jetzt hier für einen Close Combat gehen. Wenn er in sein eigenes Heracross wächst, dann ist es komplett fein mit mir. Aber dadurch, dass er jetzt hier sein Miltank gesackt hat, haben wir den Vorteil, dass er keine Tarnsteine mehr hat. Er hat sein Donphan verloren, er hat seinen Miltank verloren. Und unser Heracross ist effektiv immer noch frei, einfach das zu spammen, worauf es lustig ist. Das Typhlosion ist immer noch bei Max HP, das macht mir ein bisschen Sorgen, aber gut, kann ich jetzt hier nichts machen. Geht hier für eine Eruption, macht ein gutes Stück an Damage. Und ich werde jetzt definitiv einmal hochroosten, geht für Burn Up. Okay. Okay, was ich jetzt nämlich... Okay, ich weiß, was er machen will. Er will uns dazu bringen, dass wir in unser Umbreon wechseln. Und will dann in sein Heracross wechseln. Allerdings ist das kein Problem für uns. Von dem her, alles gut. Ich gehe jetzt in meinen Umbreon. Er geht für eine HP Ice, schätze ich mal, um unser Flygon zu erwischen. Aber das soll er gerne tun. Ich werde jetzt hier für eine Heal-Bell gehen, während er in sein Heracross wechselt. Wie gesagt, wir wissen, dass sein Heracross Choice Bandit oder Choice Scarf ist. Also gechoice locked in irgendeiner Art und Weise. Von dem her können wir jetzt hier für eine Protect gehen. Wissen, okay, er ist für einen EQ gegangen und können jetzt hier in unser Flygon wechseln ohne große Probleme. So, wechseln in sein Typhlosion. Bei seinem Typhlosion wissen wir, dass es Gesee-Stoned war, von dem her können wir jetzt hier für einen EQ gehen. Wenn er in sein Umbreon wechselt, dann haben wir da gar kein Problem damit. Er opfert das einzige Mon, das schneller war als unser Heracross. Interessant. Und geht jetzt selbst wieder in sein Heracross. Gut, unser Heracross ist eigentlich essentiell und unser Mantine ist das einzige Mon, das das Umbreon noch stoppen kann. Unser Umbreon saved uns. Aber wir brauchen unser Heracross definitiv, um das Umbreon besiegen zu können. Das ist wichtig.
Das Duplate ist eigentlich relativ nutzlos, so wie ich das sehe. Ich hoffe, er geht nicht. Okay, er geht für Megahorn. Er geht für Megahorn. Das ist richtig gut. Okay, das Umbreon ist noch getoxikt. Das heißt, wir können einfach ohne Probleme hier für ein Iron Head gehen. Und treffen erstmal das Umbreon. Und danach können wir den Double in unser Heracross ziehen. Was das nämlich macht, ist, wenn er für Heal-Bell geht oder versucht sich zu heilen, dann haben wir einen sicheren Kill. Und wenn nicht, wenn er für einen Foulplay geht, dann kriegen wir diesen extra Chip-Damage durch das Toxin, sodass wir ihn dann mit unserem Flygon outragen können. Er kann nämlich mit einem EQ unser Umbreon nicht besiegen und unser Mantine, ja, sowieso nicht mal berühren. So, er kriegt jetzt hier die Leftovers. Und wie gesagt, unser bester Zug ist es, in unser Heracross zu wechseln jetzt. Geht hier für die Heal-Bell wie anticipated. Und ich habe eigentlich überhaupt gar keine Probleme damit, jetzt hier für einen Close Combat zu gehen. Werde jetzt das ganze Mix-Up und für eine Fassade gehen. Einfach aus dem Grund, weil sein einziger Zug jetzt ist, in sein Heracross zu wechseln, um noch gewinnen zu können. Das Heracross geht down durch unsere Fassade und jetzt können wir einfach nur noch Close Combat für den Win drücken. Und das ist effektiv das Paradebeispiel eigentlich, das man nennen könnte. Was ich in dem anderen Video gesagt habe. Man muss ruhig bleiben, man muss sich denken, okay, was kann der Gegner tun, um diese Situation noch zu wenden? Und die Antwort war, er musste den Double in sein Heracross ziehen, weil wenn er uns erlaubt, sein Umbreon zu fassaden und er für Foulplay drückt, um uns auszunocken, dann können wir ohne große Probleme in unser Flygon wechseln und das ganze Ding anfangen mit Outrage zu bearbeiten. Und dann hat das Heracross keine Chance mehr, weil es seine Moves nicht mehr switchen kann. Das heißt, seine Win Condition war, die Möglichkeit zu erhalten, mit seinem Heracross Moves zu switchen, um in das und dann halt eben in sein Umbreon zu wechseln, weil das seine einzige Möglichkeit ist, das töten zu lassen und dann eventuell für Knockoff oder anderweitige Sachen zu gehen. Wäre wahrscheinlich auch nicht siegbringend für ihn gewesen, ja. Allerdings war es trotzdem unser sicherster Zug, zu verhindern, dass wir gekrittet werden oder gehackt. Ich meine, vielleicht hat er ja ein gehacktes Ironhead Heracross und flincht uns zu Tode. Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, kann Heracross das überhaupt? Kann Heracross... Oh, okay. Wir kämpfen gegen Ambipom. Ja! Toll! Mann, so ein Crap. Was ist das für ein Team? Gut, er hat einen Defogger in seinem Mantine. Das ist schon mal interessant zu wissen. Nidoqueen ist definitiv unser bestes Lead-Matchup. Einfach aus dem Grund. Holy crap, er hat 2 Weaknesses. Das ist eigentlich alles. So, er kann uns auch definitiv nicht one-hitten. Von dem her, das ist Tinted Lens. Das ist Tinted Lens. Das ist definitiv Tinted Lens. Oh, holy crap, das ist Tinted Lens. Holy crap, wie hat das gemacht? Das ist auch definitiv Choice Packs. Duplate sollte fast keinen Schaden davon nehmen. Ich glaube so um die 25%. 37 ist ein bisschen zu viel. Und wir kriegen den Spedef Drop. Nein. Ist Duplate wichtig für uns? Eigentlich nicht. Von dem her, gut. Und er kriegt den Crit. Nein! Oh Mann. Das heißt, wir müssen jetzt in unser Flygon wechseln und für Outrage gehen. Und er wird uns eventuell mit Bugbuzz ja fast töten wieder. Oh Gott. Oh, Jan Mega! No! Okay, bitte sei verwirrt. Und er ist Rocky Helmet. Das ist sogar besser. Das ist sogar richtig gut für uns. Was wir jetzt nämlich machen können, ist in unser Nidoqueen zu wechseln und für eine Earth Power zu gehen. Das ist eigentlich hervorragend für uns, dass er Rocky Helmet Steelix war. Das ist richtig, richtig gut für uns.
Gut, er geht jetzt in sein Jolteon. Wir haben eigentlich einen relativ freien Switch in unserem Umbreon. Geht für eine HP. Ich schätze mal Eis. Er ist Quick Feed Jolteon. Nochmal zu wiederholen. Er ist Quick Feed Jolteon. Okay. Ich werde definitiv jetzt 4 für einen Wish gehen. Aus einem ganz einfachen Grund. Er geht jetzt hier in sein Mantine. Und. Er hat effektiv zwei Möglichkeiten. Entweder er kann uns predicten, dass wir in unser Nidoqueen gehen und scolden, oder er geht für Defog. Unsere Tarnsteine kriegen wir auch noch gegen das Pangoro auf. Von dem her ist Heracross definitiv unser bester Zug. Er ist tatsächlich für den Defog gegangen, hat uns die Möglichkeit dadurch gegeben, dass wir eventuell wieder in unser Nidoqueen gehen. Die Sache ist, Tarnsteine oben zu halten, ist unsere Win Condition. Es ist unsere Win Condition. So. Da wird es von seinem Jan Mega gesweept werden. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Obwohl, wir haben noch Mantine. Schätze ich mal. I guess. aber gut. Das ist jetzt nicht unsere Sorge. Unsere Hauptsorge. Jedenfalls. Er wächst. Bitte was? Er sackt seinen Jan Mega. Okay. Ich würde jetzt gern seinen Plan wissen. Wechseln in sein Ambipom. Okay. So, jetzt muss ich kurz überlegen. Ist Mantine oder Umbreon unser besserer Zug? Ich glaube, Mantine ist unser besserer Zug. Er wird jetzt wahrscheinlich für ein Fake-Out gehen, um den safen Damage zu bekommen. Ja, das macht... Oh, das macht viel. Oh, blöder Technician Boost. Und was ich jetzt hier machen werde, ist definitiv hier erstmal für eine Roost zu gehen. So. Ich werde jetzt hier für eine Scald gehen. Wir haben ihnen nämlich einiges genommen. Und wenn er jetzt in sein Jolteon wechselt. Okay, I don't understand though. Aber gut, ich kann jetzt in mein Nidoqueen switchen und ihm nochmal Burn Damage drücken. Weil er jetzt versucht, für einen Voltwechsel zu gehen. Das ist immun. Wir können unser Umbreon wechseln, während er für eine HP Ice geht. Oder für einen Spukball, das ist noch besser für uns. Und was ich jetzt machen kann, ist jetzt ohne große Probleme für einen Wish zu gehen. Gar kein Stress von unserer Seite aus. Gar keiner. Und wir kriegen nochmal Chip Damage auf seinem Jolteon. Das war richtig gut. Was ist unsere Win Condition? Unsere Win Condition ist eigentlich gerade sein Jolteon irgendwie down zu whittlen, weil wir unsere Speed Control verloren haben. Das heißt, wir müssen das. Okay, den nehme ich. Wir müssen das Jolteon auf jeden Fall jetzt down whittlen. Hier defensiv. Mit Foul Play, Wishes und seinem eigenen Burn Damage, weil er aus irgendeinem Grund Quick Feed ist. Das Pangoro wird definitiv, also für das Pangoro müssen wir unser Heracross saven. Das ist wichtig, das ist richtig wichtig. Das ist nämlich unsere Win Condition gegen sein Pangoro. Gegen sein Mantine reicht auch unser Nidoqueen. Okay, geht jetzt hier für einen Voltwechsel, das ist okay. Die einzigen Probleme sind einfach sein Ambipom und sein Jolteon. So, er geht jetzt hier in sein Mantine. Ich schätze mal, er wird für eine Scald gehen. Ich sehe nicht wirklich, was er anderes machen sollte. Okay, er geht für eine Roost. Er wahrscheinlich das gleiche Set wie wir hier. Und unser bester Move ist einfach hier für eine Fassade zu gehen. Wir two-hitten ihn. Er geht nochmal für Scald. Damage ist eigentlich komplett egal auf dem Heracross, weil wir eh nur das Mantine töten müssen und danach ist alles gut. Und selbst wenn er das Heracross tötet, dann haben wir immer noch das Nidoqueen im Back. Von dem her gar kein Problem mehr. Okay, jetzt ist sein Mantine down. Und außer sein Pangoro ist Scarf, was ich jetzt mal nicht für uns hoffe, das wäre nämlich definitiv ein Problem, haben wir hier gute Karten.
So, er wechselt in sein Ambipom. Unser Nidoqueen würde ich gerne noch behalten, um sein Jolteon noch ein bisschen zu threaten. Geht hier für ein Fake-Out. Okay. Ich gehe jetzt hier erstmal nochmal für eine Roost. Corvette. Corvette klaut, glaube ich, mein Item, oder? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich kann jetzt auch hier für eine Scald gehen. Er geht nochmal für Corvette. Das ist, wenn wir hier den Burn bekommen, dann wäre das erfordert. Oh, ist das gut. Ist das gut. Okay, der Burn, der war wichtig. Ansonsten hätten wir jetzt hier ein größeres Problem gehabt. So können wir jetzt sein Ambipom ohne große Probleme einfach ausstallen. Und haben dann noch genug Leben für sein Pangoro. Das ist richtig gut. So, er geht hier nochmal für Corvette. Dadurch, dass er für Corvette geht, kann ich jetzt nicht in mein Umbreon wechseln. Weil unser Umbreon wichtig ist zu behalten für sein Jolteon. Und wir brauchen unsere Leftovers dafür. Scald macht 40. Das heißt, wenn ich ihn jetzt scalde, dann... Ach, wisst ihr was? Ist egal. Die 18 Damage, die erspare ich uns jetzt. Ich gehe für eine Scald. Er hat eine Figgy Berry. Okay. Heißt das, der ist am Böden? Vielleicht. Vielleicht heißt es das. Aber man weiß es nicht. Okay, ich werde jetzt hier definitiv nochmal für eine Roost gehen. Wenn er jetzt wechseln will in sein Jolteon, dann bitte, bitte mach das. Okay, er geht tatsächlich in sein Jolteon. Während wir auf 100% wieder sind. Kriegt ein bisschen Burn Damage. Und ich will definitiv unseren Nidoqueen hier noch nicht verlieren. Von dem her gehe ich jetzt in unser Umbreon. Selbst wenn er jetzt für einen Voltwechsel geht, sehe ich jetzt nicht wirklich ein großes Problem darin. Und ich gehe jetzt hier definitiv für einen Wish. Weil aus einem ganz einfachen Grund, er wird jetzt wahrscheinlich in sein Pangoro wechseln. Das ist sein einziger guter Zug. So. Ich weiß nicht, ob er für einen Parting Shot gehen will oder nicht. Aber unser Zug ist es definitiv jetzt hier für eine Protect zu gehen. Und unser Leben wieder zurückzubekommen. So. Ab dem Moment, ab dem man einen Double macht, müssen wir auch einen Double machen. Das ist eigentlich ganz simpel. Er geht hier für einen Drain Punch. Okay. Das Ambipom ist eigentlich kein Problem mehr. Von dem her kann ich jetzt hier in unser Mantine wechseln. Ansonsten wäre das wichtig, dass ich das nicht tue. Einfach um unser... Holy crap, das ist Choice Band. Das ist Life Orb. Das ist nur Life Orb Damage. Okay, schauen wir erstmal. Drain Punch, Knock Off. Okay, ich gehe jetzt hier einfach mal für eine Scald. Er ist langsamer als wir. Das ist wichtig zu wissen. Und er forst uns jetzt hier für eine Scald zu gehen. Aber das ist okay. Das ist komplett okay jetzt hier. Wie gesagt, wir haben den Luxus, unser Mantine durch den Burn auf dem Ambipom zu sacken. Das ist kompletter Luxus. Geht jetzt hier für seinen Knockoff. Kriegt nochmal hier ein bisschen Life Orb Damage. Das ist alles ganz schön und gut. Es ist eigentlich komplett egal, in was wir gehen. Es ist eigentlich wirklich komplett egal. So, ich gehe jetzt hier in unser Nidoqueen und gehe für eine Earth Power. Oh, ja, Bullet Punch. Oh, das ist ein Problem. Okay. Jetzt habe ich effektiv eins unserer Mons gesackt. Aber gut. Ich wusste gar nicht, dass Pangoro Bullet Punch kann. Ich hoffe, das lockt uns nicht aus. Sonst haben wir ein Problem. Ah, ne, kurz. Gut. So, wie gesagt, der Burn erlaubt es uns, dass wir das Ambipom ohne große Probleme besiegen. So. Ich schätze mal, er wird jetzt hier für ein Fake-Out gehen. Aerial Ace. Klingt logisch. So, ich werde jetzt hier definitiv nochmal für Protect gehen. Er versucht für Corvette zu gehen. Figgy Berry was eaten. Wisst ihr was? Ich mache jetzt einen Vorteil, den wir uns hier noch leisten können. Ich wechsle jetzt hier in unser Heracross. Das gleiche hätten wir mit Nidoqueen machen können. Übrigens. Ich gehe jetzt hier in unser Heracross, sack das gegen seine Corvette, sodass er unser Flame Orb stiehlt.
und wir unsere Leftovers noch behalten können mit unserem Umbreon. Das. Gut, das ist jetzt nicht sonderlich das Play überhaupt, weil wir wahrscheinlich durch beide Routen gewonnen hätten. Aber unser Heracross ist einfach so oder so nutzlos. Von dem her, why not? Weißt du was? Why not, ne? So, ich kann jetzt auch hier nochmal für das Foulplay gehen. Das Ambipom töten. Und, oh, er hat noch Knockoff. Okay, never mind. Wir haben unsere Leftovers trotzdem verloren. Aber es war sicherer, weil Baum ja unsere Leftovers selbst nicht hat. Und Leftovers hätten ihm was gebracht und so Zeug, ne? Gut. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier einen Disky-Zug mache oder nicht. Wenn er Rest hat, haben wir wahrscheinlich verloren. Auf seinem Jolteon. Aber, nee, hat er nicht. Okay, gut. Er hat nicht mal Signal Beam. Das eigentlich schlimm wäre. Von dem her, wir gehen einfach für Foul Play. Das sollte ihn ausnocken. Ja, GG. GG. So, ja. Ey, wir sind immer noch in der nicht mehr so Lone Ladder, aber immer noch Low Ladder. Gut. Ich werde jetzt auch hier die Folge beenden. Eine halbe Stunde ist, glaube ich, angemessen. Ich hätte gern mehr Kämpfe gemacht, aber ja, sonst geht die Stunde, sonst geht die Folge wieder eine Stunde und da hat keiner Zeit für, Genau. Ihr könnt mir sagen, ob ihr das Team nochmal sehen wollt. Ich finde das eigentlich ziemlich cool. Und ja, die Folgen werden wahrscheinlich so alle 2 bis 3 Tage kommen. Sodass ich fast jeden Tag einen Upload habe, wenn ich das so hinbekomme. Aber das sollte ich normalerweise. Von dem her, vielen Dank fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.